Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Februar in 2021 für den Aszendenten Zwillinge. Bevor wir loslegen, es macht natürlich Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst, um dir dieses, ja, das richtige Horoskop anschauen zu können. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir berechnen kannst. Des Weiteren möchte ich dich darauf hinweisen, dass du im Februar dein vedisches Beruf- und Berufungshoroskop mit 20% Rabatt erhalten kannst. Ja, es ändert sich vieles in dieser Welt. Vielleicht willst auch du dich umorientieren oder schauen, ob du beruflich richtig unterwegs bist oder vielleicht sogar ein zweites Standbein aufbauen. Und da kann dir dein vedisches Berufshoroskop dabei eine Hilfe sein. Mehr Informationen dazu findest du auch unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Gut, jetzt wollen wir loslegen. Und wie du sehen kannst, sammeln sich bei dir in diesem Monat ganz, ganz viele Planeten im neunten Haus. Das bedeutet, die Bereiche des neunten Hauses stehen im Vordergrund in diesem Monat. Und so solltest du ihnen auch besonders viel Aufmerksamkeit schenken. Um was für Bereiche es sich dabei handelt, da gehe ich gleich noch drauf ein. Doch vorher möchte ich erstmal die anderen Planeten behandeln, die außerhalb vom neunten Haus sind. Und so beginne ich bei dir mit dem Mars im zwölften Haus, erst den ganzen Monat über im zwölften Haus. Er fühlt sich dort nicht so wohl. Der Mars steht für deine Energie, für deinen Einsatz, für die Fähigkeit, Probleme zu lösen, für deine Durchsetzungskraft. Und jetzt steht er im Haus der Isolation, im Haus der Verluste. Und da geht es ihm jetzt nicht so gut. Was kannst du tun, um ihn positiv zu nutzen? Indem du deine Energie investierst in die Meditation, in deine spirituelle Entwicklung. Oder wenn auch, dann in das Vorbereiten für deinen Lebensabend, sprich in Themen investieren oder Probleme lösen, die du haben könntest, wenn es um deine Rente oder ums Alter geht. Ja? Dafür kannst du ihn gebrauchen, den Mars. Aber ansonsten steht er dir mit seinen Qualitäten jetzt nicht sonderlich gut zur Verfügung. Der Mars repräsentiert dein Zuhause und steht für Immobilien. Das zwölfte Haus steht für Ausgaben und Kosten. Und so kann es sein, dass Immobilien oder dein Zuhause dir jetzt Kosten verursachen werden, ja, oder mit Ausgaben verbunden werden, zum Beispiel aufgrund von Reparaturen. Gut, dann lassen wir jetzt mal diesen Mars im zwölften Haus und ich komme zum ersten Haus. Das ist der Aszendent. Der Aszendent beschreibt dich, deinen Körper, deine Persönlichkeit, deine Lebensausrichtung. Und im ersten Haus haben wir den Mondknoten Rahu. Der ist dort schon eine Weile, wird dich auch das ganze Jahr noch begleiten. Und der Rahu zeigt immer an, dass du hier experimentieren sollst, dass du ausprobieren sollst, weil du unzufrieden bist in diesen Bereichen, weil du hier noch dazu lernen sollst. Und so ist es jetzt mehr eine Zeit, wo du gar nicht so wirklich weißt, wer bin ich? Was will ich wirklich? Wo soll mein Leben hingehen? Und so kann es auch sein, denn mit dem Zwilling im Aszendenten bist du von Natur aus sehr experimentierfreudig, dass diese Zeit, dass du in dieser Phase sogar noch mehr Dinge ausprobierst wie sonst, dass du noch mehr experimentierst, um herauszufinden, was wirklich zu dir passt, was wirklich zu dir gehört und wie dein Weg aussehen soll. Das Thema Ausland kann eine wichtige Rolle für dich spielen, auch Wege, die außergewöhnlicher Natur sind, ja, die jetzt nicht der Norm unbedingt entsprechen. Rahu steht für das Außergewöhnliche, für das Extravagante. In dieser Zeit kannst du manchmal auch über das Ziel hinausschießen, wo dann andere nicht mehr wirklich verstehen können, was du da tust oder was du da vorhast, ja, oder wie du dich entwickelst. Das ist aber ein Stück weit normal für dich. Denn so wirst du herausfinden, wo deine Grenzen sind, was zu dir passt oder was auch nicht zu dir passt. Der Fokus liegt also stark auf deiner eigenen Entwicklung,
darauf, eine Beziehung mit dir selbst aufzubauen, dich besser kennenzulernen, um dadurch auch besser herauszufinden, wie dein Weg künftig aussehen soll. Im gegenüberliegenden Haus haben wir den Mondknoten Ketu. Das siebte Haus steht für die Partnerschaft, steht für die Beziehung, also ja, für die Beziehung, aber auch für allgemeine Kontakte oder für die Öffentlichkeit. Und der Ketu zieht mehr zurück, löst mehr auf, schließt mehr ab. Das bedeutet, in dieser Zeit, wo der Rahu mehr im Aszendenten ist bei dir, geht es jetzt weniger um eine Partnerschaft oder um Beziehungen mit anderen Menschen, ja? Das heißt, selbst wenn du in einer Beziehung bist, dann ist aber der Fokus trotzdem mehr auf der Beziehung zu dir selbst gerichtet, ja? Weil du bist unzufrieden mit dir und mit deinem Weg und so geht es darum, hier zu investieren und weniger in eine Partnerschaft zu investieren. So kann der Ketu im siebten Haus auch tatsächlich etwas auflösen, Beziehungen auflösen oder dort für plötzliche Ereignisse und Überraschungen sorgen. Das siebte Haus steht aber auch für eine Selbstständigkeit, für das Reisen, für das Leben im Ausland, für Geschäftspartner. Und der Ketu bringt eine abschließende Energie mit sich, eine vollenden wollende Energie. Also wenn du hier offene Projekte hast, dann schau sie dir an, analysiere sie. Sind sie es wert, zu Ende gebracht zu werden? Tu es. Sind sie es nicht mehr wert, dann lasse sie los. Bist du selbstständig? Hast du einen Zugang zur Astrologie? Dann kannst du jetzt dir auch überlegen, ob du die Astrologie erlernen möchtest. Ketu steht für die Astrologie, sodass du sie dann auch im Rahmen deiner Selbstständigkeit mit anbieten kannst. Im vierten Haus sehen wir den Vollmond. Der Vollmond ist in diesem Monat im Zeichen Jungfrau. Am 27. Februar, einen Tag vorher, einen Tag danach, wird etwas sein, was dich einfach glücklich sein lässt, wo du zufrieden bist. Der Mond ist ein Geber. Du hast vorher irgendetwas getan, was dazu führt, dass du um den Vollmond herum dich mit etwas glücklich und zufrieden fühlen wirst. Denn das vierte Haus steht ja für deine Emotionen, für deine Gefühle. Und wenn der Vollmond da jetzt hindurchgeht, kann er dir etwas Positives bezüglich deinen Gefühlen geben. Ja, und jetzt zum neunten Haus. Zum neunten Haus. Dort haben wir ganz, ganz viele Einflüsse. Zunächst einmal, welche Lebensbereiche aktiviert das neunte Haus? Das neunte Haus steht für deinen Lebenssinn, steht für deine Bestimmung, steht für deine Ideale, steht für deine Werte, steht für deinen Glauben, für ein höheres Verständnis, für Weisheit, steht für die elterliche Erziehung, steht für einen Lehrer oder eine Lehrerin. Also auch lehren, Wissen weitergeben, auch das wird durchs neunte Haus repräsentiert. Steht aber auch für eine höhere Ausbildung. Steht für eine Lebensphilosophie. Also diese Bereiche sind stark betont bei dir. Natürlich müssen das nicht alle Bereiche sein, ja, sondern es wird ein, zwei, drei Bereiche mehr geben, die jetzt für dich wichtiger sind in diesem Monat. Aber ich möchte dir trotzdem alle Bereiche aufführen. Dann kannst du für dich prüfen, wo sich diese Einflüsse zeigen. Der Jupiter selbst hat Ähnlichkeit mit dem neunten Haus. Auch er steht für deinen Lebenssinn. Auch er steht für deine Ideale und Werte und für deinen Glauben. Und so möchte Jupiter, wenn er dieses Haus beeinflusst, natürlich, dass du hier in diesem Bereich expandierst, dass du wächst. Jupiter steht ja für Expansion und Wachstum. Aber wird dir das gelingen? Wird es dir leicht fallen? Nicht unbedingt, denn wir haben auch die große Bremse, den Saturn da drin. Saturn ist viel stärker wie der Jupiter, also wirst du dich mehr blockiert fühlen, wenn es darum geht, um deinen Lebenssinn, wenn es um deinen Glauben geht. Doch immer wenn wir so eine Saturn-Jupiter-Kombination haben, kann genau diese Sinnleere, dieser Mangel an Glaube,
dieser Mangel an Werte dich dazu veranlassen, dass du dich in diesem Bereich mehr auf die Suche begibst, weil du endlich einem Glauben haben möchtest, der zu dir passt, oder eine Philosophie finden willst, die dir Kraft gibt, ja, weil du ein mehr sinnvolles Leben führen möchtest, weil du mehr deine Ideale und Werte ausdrücken möchtest. Dann haben wir noch den Merkur darin in diesem Monat. Der Merkur ist jetzt rückläufig und ab dem 22. Februar läuft er wieder vorwärts. Wenn Merkur rückläufig ist, in dieser Zeit solltest du keine Reisen unternehmen, wenn nicht nötig. Und der Merkur im 9. Haus, der Merkur steht für Wissen, so wie der Jupiter auch. Und was für Wissen möchtest du jetzt haben? Du möchtest höheres Wissen haben. Oder du beschäftigst dich mit Philosophie, mit Religion, mit Glaubensthemen. Dort willst du etwas lernen, dort wirst du ja Informationen haben. Vielleicht besuchst du Kurse. Es kann aber auch eine Zeit sein, wo du dich einem höheren Studium widmest. Also entweder hat das, wenn du sehr jung bist, noch mit einem Studium, mit einer akademischen Ausbildung zu tun. Oder es geht um ein höheres Wissen, mehr in Verbindung mit Philosophie und Spiritualität oder einem Glauben. Du möchtest auch über diese Dinge mehr kommunizieren, ja? Du möchtest dich mit anderen Menschen oder mit Freunden mehr über den Sinn des Lebens austauschen, über den Sinn des Ganzen austauschen. Dann haben wir auch noch die Sonne in diesem Haus, und zwar bis zum 18. Februar. So kannst du jetzt Inspirationen erhalten, die mit deinem Lebenssinn zu tun haben, die mit deiner Berufung zu tun haben, die mit deinen Werten und Idealen zu tun haben. Die Sonne ist auch der natürliche Indikator für die Karriere, für den Beruf. Das bedeutet, du willst jetzt etwas beruflich tun, was dich mit Sinn erfüllt, ja, vielleicht sogar im Ideal deiner Bestimmung entspricht. Die Sonne steht auch für den Vater, das 9. Haus ebenso. Mit so vielen Einflüssen auf den Vater und auf das 9. Haus kann es auch eher eine schwierige Zeit im Umgang mit dem Vater oder für den Vater werden. Die Venus ist ebenfalls im 9. Haus. Die Venus ist der Planet der Liebe, Partnerschaft, Ehe. Bei einem Mann steht er auch für die Partnerin. Das 9. Haus steht für die Ehe. So ist es an und für sich, wenn die Venus da drin ist, eine gute Zeit, wo ihr euch respektvoller behandeln könnt, wenn du in einer Ehe bist oder in einer festen Ehe, ähnlichen Beziehung. Aber natürlich, immer wenn gleichzeitig so viele andere Einflüsse mit drin sind, die Sonne verlangt dir auch Opfer ab jetzt in deiner Ehe. Es gibt auch gewisse Blockaden, die es zu überwinden gilt. Vielleicht mangelt es auch in deiner Ehe ein Stück weit an Sinn und du möchtest sie auf die nächsthöhere Stufe bringen. Es ist wichtig, dass ihr miteinander kommuniziert, dass ihr euch austauscht, ja, dass ihr in einen fairen Austausch miteinander geht. Also ganz, ganz wichtig. Und ansonsten steht die Venus auch für die Hingabe. Und jetzt kannst du dich, solange die Venus dort beeinflusst, das ist fast den ganzen Monat über, vom 2. Februar bis 25. Februar, kannst du dich religiösen Themen, Glaubensthemen mehr widmen, hast mehr Freude daran. Kannst dich auch den Themen besser widmen, die für dich einen Sinn ergeben oder die mit deinen Werten und Idealen zu tun haben. Also du siehst, das Thema Glaube, Philosophie, etwas Sinnvolles tun, ein höheres Verständnis zu haben, deinen Idealen und Werten zu folgen, das sind die Bereiche, die dich stark beschäftigen werden in diesem Monat, weil hier einfach die meisten Planeten am Wirken sind. Und im letzten Drittel im Februar, da haben wir die Sonne im Haus der Karriere. Dort geht es ihr gut. Sie fühlt sich wohl. Das kann bedeuten, dass du jetzt beruflich mehr Verantwortung übernimmst, dass du eine Führungsrolle übernimmst, dass du beruflich inspiriert bist. Es kann auch sein, dass du irgendwie Anerkennung bekommst beruflich für etwas, was du gut gemacht hast, oder dass du auch versuchen kannst,
deine Ziele und Vorhaben, die du noch hast, beruflich jetzt besser anzupacken und umzusetzen, um dich anzustrengen, um beruflich vorwärts zu kommen. Vielleicht wurde dir vorher, wo die Sonne im 9. Haus war, klar, was dich beruflich auch mit Sinn erfüllt, und dann geht sie ins 10. Haus, die Sonne, dann kannst du dafür auch Verantwortung übernehmen und das umsetzen. Gut, damit möchte ich es belassen für diesen Monat. Zum Schluss noch einmal die Erinnerung: Wenn das Thema Beruf dich gerade anspricht, ein größeres Thema ist oder du es einfach näher beleuchten möchtest, da du ja sowieso auch mit dem Rahu im 1. Haus dabei bist, auszuloten, wie dein Lebensweg so zu dir passt. Und das stark betonte 9. Haus sagt ja, es geht darum, dass du dich mit deinem Sinn auseinandersetzt, dass du etwas tust, was mit deinen Werten und Idealen zu tun hat. Und wenn du diese auch mehr beruflich einbringen möchtest, kann dir dein vedisches Berufshoroskop hierbei eine Unterstützung sein. Du kannst es im Februar zum Aktionspreis erwerben mit 20% Rabatt. Mehr Informationen dazu findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung unter dem entsprechenden Link. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Monat. Alles, alles Liebe, alles, alles Gute und vielleicht auf bald.